Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Film zum Thema Polynomdivision. Ich stelle heute die zweite, etwas speziellere Polynomdivision vor. Und zwar soll von dieser Funktion hier, da sollen die Nullstellen gesucht werden. Und da hat jetzt das x hoch 3 einen Vorfaktor. Es wird einfach mal 2 genommen. Was mache ich denn jetzt damit? Ganz einfach, ich ignoriere es erst einmal. Ich rate die erste Nullstelle und führe die Polynomdivision durch, wie gehabt. Und habe als Ergebnis hier ein quadratisches Polynom. Und die nächsten Nullstellen, die bekomme ich, indem ich diese quadratische Gleichung löse, entweder mit der ABC-Formel oder der PQ-Formel. Wenn ich die PQ-Formel anwenden möchte, dann muss ich dieses Polynom hier durch 2 teilen. Und genau das muss ich auch beachten, wenn ich die Funktion faktorisieren will. Ich muss praktisch diesen Vorfaktor 2, der vor diesem x hoch 3 war, den muss ich hier davor stellen. Sonst stimmt das Ganze nicht mehr. Und das war's auch schon.